Also zum ersten Mal seit langer Zeit, aufgrund meiner Achillessehnen-OP, bin ich wieder hier mit Orthese und es ist einfach furchtbar. Die ganze Drainage hier unten ist wieder zu, dort an dem grauen Weg, der da nach oben führt. Die Stahlkante ist 4 bis 5 cm hoch, an allen Ecken, hier vorne 1 cm, weiter entfernt von mir 4 bis 5 cm. Hier wird eine neue Protego-Haube gesetzt, da stört man sich natürlich mal einen Stuhl hin. Hier ist ein Fundament, wenn ich mir das angucke, da hinten der zweite. Und dann geht das über den Weg auf die andere Seite, über die kleinen Bäume rüber auf den ehemaligen Parkplatz, der jetzt als Deponie für das Loheide-Stadion genommen wird. Hier seht ihr selber, hier ist alles zugesetzt. Das ist der absolute Hammer. Hier sprießt das Unkraut überall, vom Rost gar nicht zu sprechen. Und schaut euch das bitte an. Es ist ein Hammer. Ein absoluter Hammer. Ich führe mal hier nochmal rein, damit man das da nochmal erhaben hat. Mit hinten, mit dem neuen Superfundament. Ja, hier habt ihr noch, wenn ihr Interesse habt, noch eine Yachtweste. Nee, eine Hose ist das, eine kurze. Total gut. Guckt euch das bitte an. Das ist ein Wahnsinn. Ich schwenke mal hier einmal so und einmal so. Und dann schaut euch das hier an. Das ist alles komplett dicht hier. Super. Jetzt ist der Dolomit zwar weg oben, aber was da jetzt kommt, sind die kleinen Steinchen und eine andere Schicht. Und hier, das ist die Wahnsinnskante. Na, gucken wir mal hier einmal um die Ecke rum. Innen drin, hier werden ja Führungen umsonst angeboten durch die Bezirksvertretung. Alleine da reinzugehen in diesen Wahnsinns-Unkrautpalast. Hier wächst auch vorne eine Linde auf der Ecke. Die kann auch mal schnell groß werden, das ist richtig gut. Jetzt gehe ich mal hier rum. Überall fahren hier Autos her, das ist ein Wahnsinn. Da hinten hat auch sein Biergarten vergrößert mit seinen super Power-Dinger da und fertig, macht auf und wann er will. Sonntag, als die Führung hier war, letzten Sonntag, war natürlich geschlossen. So, läuft. Also es ist enttäuschend, aber gut, dass wir nichts mehr machen. Wenn ihr hier seht, hier im hinteren Bereich auch, die andere Treppe auch, da oben hoch, Unkraut ohne Ende, hier wächst alles so, wie man das braucht. So, hier ist alles super gepflegt, die Rosen haben sie wahrscheinlich gerettet da in dem Kübel, total geil. Jetzt steht hier oben natürlich auch das Wasser, weil sie mit Autos und schwerem Gerät drauf gefahren sind. Hinten an der Bühne steht auch noch ein Stuhl, für die Zuhörer, die dann die Shows, die hier nicht stattfinden auf der Bühne, die ja groß angekündigt worden sind, wir müssen das bespielen und für die Öffentlichkeit zugänglich machen, finde ich ganz unheimlich. Ja, da oben Dixie-Klo und eine Mannschaftshütte, gehe ich gleich mal hoch, mal sprechen mit den Leuten. Yo, The Anarchy ist auch wieder da hier, die Rechtschreiber, Legastheniker aller Welt. Der ganze Platz sieht so verkommen aus. Ich könnte kotzen, richtig kotzen, über die Unfähigkeit und dieses Aussitzen von irgendwelchen Amtsleitern bei der Verwaltung in Bochum, Tiefbauamt, Grünflächenamt, was immer noch für Ämter da drin sind, lächerliche Leute. Aber ist ja nicht ihr Geld, hier sind ja Steuergelder verbuttert worden ohne Ende. Fertige sind immer noch nicht. Der Bürgersteig oben, da komme ich gar nicht mehr drauf zu sprechen, der hart seiner Fertigstellung, was weiß ich, ob die dann Prozess mit Knappmann am Laufen haben, ich weiß es nicht, es passiert nichts mehr. Bis auf diese dämliche Zwischendrainage habe ich gerade gezeigt, hier steht das Wasser auch ohne Ende. In den Baumscheiben wächst das Unkraut volle Pulle, da hinten auch zur Buhlbahn. Ne? Hier seht ihr das mal an dem Diagonalpfeiler, habt ihr immer noch Rost ohne Ende, überall wo ihr wollt. Die Blitzableiter stehen immer noch schön als Stolperfallen oben. Ne, der Stuhl ist auch ganz genital. Ich hau mich hier weg, ehrlich. Also gut, dass wir hier nichts mehr machen. Können uns am Arm kitzeln. Ja, und hier auch das gleiche in grün. Ne, das sollte mal hier ein Gulli sein. Der ist so zugesetzt, dass da richtig was wächst. Ne, nochmal hier so eine idyllische Einstellung. Sommerflieder. Am Stromabnehmer, hier überall Rost, Rost, Rost und der Rost, der schläft nie. Einmal hoch,
Vom Weiten kann man das ja noch als Fördergerüst akzeptieren. In der Farbe oben auf der Salzscheidenplattform wurde überprüft, eine Riesenrostlache, weil oben die Ketten von der Kranbahn noch vintage gelassen worden sind. Also die rosten und bei jedem Regen fließt das Wasser nur so da rein. Hier auch. Na, wenn man sich das mal so anguckt hier, ich gehe mal gleich mal hier rum, hier liegt alles. Na, dazwischen, wenn die Blätter wieder weg sind, wird sich hier Müll offenbaren ohne Ende. Hier auch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nochmal diese Perspektive hier und die und die. So, gehen wir mal hier weiter. Schauen wir uns mal hier den beratungsresistenten Bereich der Druckerei an. Also wenn ich so einen Grünflächenbereich bei mir im Garten hätte, würde der Nachbar auf die Barrikaden gehen. Hier ist auch das Betreten verboten. Mittlerweile von vorne, von der Einfahrt an der Bobine, aber das Schild ist da weggerissen worden. Keller Front, hinten liegt wieder sein Feuerwehrschlauch, wo sie dann mit der Aquariumspumpe da die Pfütze da wegpumpen wollen. Die sind also sowas von dreist, blöd und einfach nur dumm. Da liegt ein Riesenhaufen Müll wieder. Den hat keiner vorne nicht mehr an den Parkplatz hinschicken, weil das da 1,50 Meter schon hoch ist. Ne? Also hier geht alles. Und das ist so genial, was sich hier abspielt. Ne? Ich will da jetzt nicht runterrennen, weil ich vorsichtig sein muss. Pfützen ohne Ende, hier auch. Und vorne der Bürgersteig, das werdet ihr an den Bildern sehen, der ist voll mit Brombeeren, bis fast an die Bürgersteigkante zur Straße überwuchert. Problem halt eben, dass die Fußgänger dann die Straße benutzen dürfen. Da unten auch jede Menge Schrott, Müll hier noch. Boah, ich gehe kaputt. Also ganz toll. Ja, jetzt haben sie mal endlich mal da oben das nicht im Mährhythmus gemäht. Jetzt wachsen da sogar noch einige, die noch überlebt haben von den Halden typischen Stauden. Und können wir da drauf gehen. Und dann haben wir da im Endeffekt ja, so eine Art Blau-Weiß eigentlich. Hier lila-blau. Na, wenn man sich das mal anguckt, hier gehen wir drüber. Ist schon schön und wird auch nicht höher als 60 cm. Auch die Schafgarbe, die kleine. Ne? Hier vorne auch richtig schöne Sachen, die hier drin sind, mitunter. Ne? Und das läuft. Also so sollte das ja auch sein. Nur durch diese ständige Mähen, da muss einmal im Jahr muss eine Maat erfolgen. Ne? Gehen wir mal hier zurück, zeigen wir euch mal die Bänke. Der Beton blüht an jeder dieser Sachen. Das Holz reißt auf, wenn es nass wird. Das ist auch schon, ja, sagen wir so, müsste auch mal behandelt werden. Nur, es macht keiner. Das ist das Problem bei der Einheit. Und ja, was soll man machen, ne? Da macht man nichts. Und das noch einmal zum Ende und fertig.